Hi, sag mal, wisst ihr eigentlich, wie Glas bei uns geschnitten wird? Das ist eigentlich recht spannend, denn ihr wisst ja, das Glas, das wird erstmal in so einem ganz langen Glasband in so einer Floatanlage hergestellt und dann hat man erstmal wirklich ein kilometerlanges Glasband, was an den Seiten dann irgendwo auch nochmal mit Toprollern festgehalten worden ist. Und diese Scheiben, die muss man ja erstmal dann irgendwie getrennt haben, bei uns ja diese berühmten 6 Meter mal 3 Meter 21. Und die muss man hinbekommen, indem man das Glas schneidet. Und schneiden ist eigentlich gar nicht mal so der richtige Begriff. Weil eigentlich passiert Folgendes: Man hat jetzt von oben so Diamantritzer, wo das Glas angeritzt wird. Und dann wird sozusagen von unten das Glas so ein bisschen angehoben, dass da so eine sogenannte Zugspannung entsteht. Und dadurch setzt sich dieser angeritzte Riss dann fort durch die Glasoberfläche, bis es an der anderen Seite unten ankommt. Und dann ist sozusagen die Glasscheibe getrennt. Es ist aber tatsächlich dafür wichtig im Detail, dass sozusagen diese ganzen Diamantschneidräder richtig gut eingestellt sind und man keine Ausmuschelung oder sowas hat. Die Glasermeister oder sowas, die kennen sowas selber dann auch. Also man kann Glas ja auch sogar selber dann anritzen und es brechen. Und je besser man das hinkriegt, desto besser ist dann hinterher die Schnittkante.